Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 und dem Beagle. Anscheinend bin ich genau den richtigen Weg gegangen. Ich bin ja immerhin in so einem Speicherpunkt rausgekommen. Jetzt frage ich mich natürlich, was bei der anderen Leiter gewesen wäre, aber wie ich mich kenne, finde ich den Weg niemals zurück, also lasse ich's. Ich werde es niemals erfahren, Leute. Niemals. So. Ich würde jetzt aber gerne aus dem Gefängnis rauskommen. Angela? Das ist doch Angela, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich an ihn vorbeikommen soll. Ah, okay. Geht? Das ist widerlich, das Ding. Kindheitstrauma. Are you okay? Da möchte jemand auf Nummer sicher gehen. Angela, relax. Don't order me around. Huh? I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? Was ist mit den Frauen in diesem Spiel falsch? It's always the same. You're only after one thing. Was? No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it! Or you could just force me. Beat me up like he always did. Alter, hat dein Vater dich etwa... Anyway. You disgusting pig! Ich glaube, das Ganze hat gerade mit James per se nichts zu tun. Angela. Don't touch me! Ich würde sie jetzt auch nicht anpacken. Zumindest nicht als Mann. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. What? I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. What? That's ridiculous. I never. Er klingt sich da jetzt zwar nicht so sicher bei, aber okay. Ich könnte mal wieder ein bisschen, ne? Das Ding ist eklig, Leute. Das Ding war widerlich. Das soll ihr Vater gewesen sein? Ihr Vater hat sie also missbraucht. Die Frau ist für ihr Leben durch. Habe ich eine Karte? Eher so eine selbstgemachte. Ist der rote Raum der, wo ich hin muss, oder das, da kann ich rein. Okay.
Der Griff kann erst gedreht werden, wenn die Handschellen. Ich hab nichts. Also finde ich das noch. Oder muss ich wieder zurück? Okay. Wo ist Angela jetzt hin abgehauen? Ich meine ja nur, also. Dann schauen wir mal, was hier ist. Oh Gott, schon wieder eine Leiter runter. Bin ich hier richtig? Nee, es kann gar nicht sein. Okay. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ja, bin wieder zurückgerannt. Okay, aus dem Raum bin ich gekommen. Sollte ich mich noch mal im Raum angucken? Ist schon sehr eklig hier, ne? Hier ist nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe eine ganze Tür übersehen. Okay. Oh, was? Nochmal. Shit, ey, was? Nochmal, was? Dieser Mann wurde wegen Mordes gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Warum kann ich... Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Recht und Rache wurde damit Genüge getan. Darf ich bitte... Fälscherei. Okay. Entführung. Und ihr so? Der Mann wurde wegen Diebstahl. Und du? Bist du der Einzige, der... Ah. Betrug. Okay, und was soll mir der Raum jetzt sagen? Ist jetzt nur eine Frage, was bringt mir der Raum? Okay, mal sehen. Aber ich gehe jetzt noch mal hier entlang, weil wer weiß, ob ich nicht noch eine Tür übersehen habe. Hier zum Beispiel. Hm.
Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe Fellstift aus dem Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Ach du Scheiße. Ja, aber... tote Männer baumeln in einem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? Die Zunge blau und das Gesicht aschgrau. Wie sie sich drehen und wiegen, oh Schau. Der Erste ermordete den Metzgermann, briet ihn in der großen Pfanne dann, servierte ihn seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitte Nachschlag zum Besten. Der Nächste mit Lachen und Zuckerwerk stahl armes Kind von den Straßen am Berg. An Männern in gar widerlichen Kleidung verkaufte er die Braven als deren Sklaven. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck. Der Tropf am Morgen ist der im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt den Kopf. Aha. Der Künstler mit der sicheren Hand malte Geldscheine jetzt für Pfand und Tand. Aber der Regen war sein Verderben, die Tinte rann, sein Leben liegt in Scherben. Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tags hortet und packt es fort, so sacht verschwand still und heimlich in der Nacht. Das ist bestimmt der, zu Asche verbrannt zwei Häuser und ein Haus. Der Sheriff weist nicht ein, noch aus, sieht einen Fremden in der Stadt mit Vase, sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase. Tote Männer baumeln in einem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? 6 Fuß lang und 6 Mann breit um ihren Hals. Die Schlinge liegt bereit. Ich muss nochmal zurück. Moment. Ich muss mir das nochmal angucken, wer was gemacht hat. Irgendwas in meinem Kopf arbeitet gerade schon wieder, aber... Also du warst der... Fälscherei. Der wurde aufgezählt. Brandstiftung wurde aufgezählt. Aber Entführung wurde auch aufgezählt. Diebstahl wurde aufgezählt. Mord wurde aufgezählt. Wartet mal. Betrug, ja. Also hier ist Entführung. Brandstiftung, Fälscherei, Betrug, Mord und Diebstahl. Also Entführung, Brandstiftung, Fälscherei, in der Mitte ist Mord, Diebstahl und Betrug. Betrug, richtig? Betrug, genau. Okay, mal gucken, ob das bis in den nächsten Raum auch bei mir hängen bleibt. Und dann nochmal durchlesen. Also ich muss den Unschuldigen von den 6 jetzt rausfinden, ist das so? Ich würde sagen, der Brandstifter, oder? Weil, also, der Erste ermordete Metzger. Ja, der ist eindeutig. Der Nächste mit Lachen und Zuckerwerk, stahlarmen Kinder. Das ist der Entführer. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte ein bisschen Schreck. Der Tropf am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt im Kopf. Der Künstler mit sicherer Hand ist der Fälscher.
Das ist der Betrüger. Das ist der Brandstifter. Warte mal, was? Sind das nur? Ich muss jetzt noch mal zählen. Also wir haben Mord, Entführung, Dieb, Fälscher. Betrug? Nee. Ich würde sagen, die Lösung liegt eigentlich bei dem Brandstifter. Und der war hier. Ich bin zumindest nicht gestorben. Hola. Ich gehe jetzt nochmal in den anderen zurück. In den anderen Raum. Ich hoffe, das Rätsel hat sich jetzt nicht zurückgelegt. Setzt, meine ich natürlich. Ich habe den Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Ja. Hier liegt das Papier, das das Gesicht der Leiche bedeckt hat. Tja. Ich habe keinen. Ich glaube, keinen Timer gestellt. Bin mir aber nicht sicher. Egal, wir haben noch 3 Minuten. Das geht schon. Nee. Nee. Zurück. Nee. Warte, was? Ah, doch. Das Rätsel war jetzt tatsächlich nicht so anspruchsvoll. Verwenden. Jetzt kann ich das benutzen. Er macht das von alleine, ist ja praktisch. Wo ist eigentlich Eddie abgeblieben? Ich meine, ich habe jetzt so viel Scheiß hier durchgemacht. Aber irgendwie, Eddie hat mit nichts was zu tun, ne? Da ist eine Tür. Abgeschlossen. Also wir haben Angela wieder getroffen, die auch einfach verschwunden ist, obwohl hier keine andere Tür ist. Wir haben Maria, die eingesperrt war, die kann auch da drin verrotten bleiben. Und Eddie, der ist im Gefängnis abgehauen, aber wo soll er gelandet sein? Ich meine, die sind jetzt alle irgendwie hier. Vielleicht treffe ich ja jetzt auf Angela wieder, vielleicht hat sie das Rätsel ja vor mir. Ach, keine Ahnung. Oder ich treffe keinen wieder oder Laura taucht auf einmal auf. Maria? Maria? Maria, no! What happened to you? Why? Why? Emotional damage. Mich huckt das mit Maria null. Die Augen auch ausge... Nee, doch nicht. Was nimmt ihn dann so mit? Das ist für ihn eine Fremde. Mit dem Gesicht seiner Frau auch noch. Oh, okay. Das verstehe ich. Da hat sein eigenes Trauma ihn gehuckt.
würde aber gerne einmal kurz ein bisschen speichern. Das wäre cool. Ich habe mir die Leiche nicht angeguckt, egal. Okay, meine Lieben, ich denke, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Maria ist jetzt also mal wieder tot. Wie oft ist die bis jetzt gestorben? Ein paar Mal, ne? Oder wäre eine Treppe gewesen? Nee, da ist ja das Gefängnis gewesen. Nee, vergesst es. Alles gut, ich musste doch nicht nochmal rein zurück. Naja. Wie gesagt, Maria ist mir so unglaublich unsympathisch, dass ich da jetzt nicht so viel Mitleid haben kann, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal gestorben ist. Vermutlich ist sie auch gar nicht tot. Same procedure like last time oder so ähnlich. Wir schauen uns nächstes Mal... Oh, mein Zuckermäuschen ist hier eingegangen. Diesen Moment krank, die arme Zuckermaus. Und deshalb wohl heute am 19.05. ihr vierter Geburtstag ist. Der hat sich was Schlimmes mit dem Magen eingefangen, mal wieder. Wir müssen da echt mal zum Arzt fahren, weil die mit dem Magen super empfindlich ist. Und sie weiß jetzt nicht so recht, wohin mit sich, weil auf der einen Seite möchte sie so tun, als wäre alles in Ordnung, weil wir sind doch ihre Besitzer, wir müssen fröhlich sein. Das ist hier sehr wichtig als Hund, dass wir gut drauf sind, auch auf ihre Kosten hin. So einen Hund habe ich tatsächlich in der Form noch nie erlebt. Aber auf der anderen Seite möchte sie eigentlich nur ihre Ruhe haben und schlafen. Und jetzt hat sie, weil sie es nicht bei mir auf der Couch ausgehalten hat, weil es auch ein bisschen sehr warm ist für sie, hat sie sich bei mir in die letzte Ecke ins Wohnzimmer gelegt. Und ist ganz tief eingeschlafen, die kleine Maus. Ich werde sie auch in Ruhe lassen, damit sie ihre Ruhe hat. Auch wenn das natürlich kein schöner Geburtstag für sie ist, ja. Naja, also meine Lieben, wir schauen mal, wie es weitergeht, ob wir dem Mörder quasi auf der Spur sind, auch wenn ich nicht weiß, wie er da lang gegangen sein soll. Jetzt haben wir zumindest eine Frage beantwortet. Ich hatte ja gefragt, so, ey, Maria ist ja eingesperrt, was ist aus Angela geworden, was ist Eddie geworden, wo ist Laura überhaupt hin? Aber Laura wäre schon komisch, wenn die hier unten wäre, wobei ich traue denen alles zu. Schauen wir mal. Vielleicht war das ja Eddie. Ist ja für, aber waren das? Das waren Messerwunden, ja, oder? Oh, das war Angela. Die Frau ist auch ein bisschen crazy. Jedes Mal kann sie sich nicht entscheiden, ob sie mich mögen soll oder nicht, aber sei es drum. Also haut rein.